Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir haben 3150 Erfahrungspunkte bekommen und 1575 noch dazu wegen Erfahrungsbonus. Außerdem 1200 War Master Münzen, die ich irgendwie nicht angezeigt bekomme. Keine Ahnung. Irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, was. Naja. Ist mir egal, ich werde jetzt hier noch kurz beim Angreifen helfen, aber werde die Belohnung nicht annehmen, weil ich nicht Bock habe, wieder 20 Minuten zu warten. Und sonst schlachten wir noch ein paar Monster und so weiter. So, mal hier buffen. Es wird nämlich gefährlich an der Front. Der Royo ist auch hier wieder. Ich habe ihn keinen Verbündeten angegriffen. Angeklickt. Ja, das Fort ist ein bisschen besser verteidigt. Ja, ich spreche, er spricht eine andere Sprache, aber das interessiert mich doch beim Angriff nicht. Wow, 122 Schaden. Aber dass man Mobs angreifen muss in einer Fortschlacht, ist ja wirklich mal. Man greift doch Wachen an. Wieso muss man dann Mobs angreifen? Ach, keine Ahnung. Ja, danke. Was war denn das für ein Bug? Was, er spricht immer noch eine andere Sprache? Ist schon schlimm. Hey. Da kann ich doch nicht mal angreifen. Das würden die ISIS auch gerne sagen, wenn sie Amerikaner angreifen. Sie sprechen eine andere Sprache. Sie können nicht angegriffen werden von den Amerikanern, weil sie eine andere Sprache reden. Und deshalb ist ISIS so mächtig, dass sie die ganze Welt erobern. Ja, wer es glaubt. Ich frage mich, was, für was die noch kämpfen. Jetzt wollen sie ja in Syrien einzelne kleine Dörfchen angreifen und so, damit sie irgendwas haben, damit sie noch ein bisschen übermächtig sind, aber dass die Europäer und die von den USA nichts machen, die nicht angreifen und so, ist schon ein bisschen frech. Der regeneriert sich recht schnell, ja. Der bekommt auch keinen Damage. Oh, ist das mein Damage gewesen? Nö. Ein bisschen verbuffen, solange wir noch Mana haben. Oh je, die wurden wahrscheinlich alles aufgerüstet. Sie haben Angst vor der Nacht, wenn wir kommen und sie angreifen, deshalb haben sie ganzes Fort aufgerüstet auf Maximum, denke ich mal. Wenn das Tor jetzt Eisentor ist, dann ist Maximum. Oder noch nicht ganz Maximum. Weiß es nicht.
So, die anderen greifen natürlich das das Tor an. Ja, er ist tot jetzt. Er ist endlich tot, du verbuggtes Teil. So, ja, es ist nur ein... Oder ist das Eisen in der Mitte? Ja, aber es ist nicht ein Eisentor. Okay, nicht ganz, aber ein bisschen verbessert wahrscheinlich. Was machen die anderen jetzt? Ah, die sind hier drüben. Wir gehen nachher den Sorglager runter und schauen, ob hier irgendwas zum Angreifen gibt. Und was ist das hier? Keine Ahnung. Hier ist auch irgendwas noch, weiß jetzt nicht, was für Monster. Und irgendwo hier am Ding sind noch starke Monster. Was sind sie hier? Irgendwo hier noch. Weiß jetzt auch nicht. So. Der greift mich an. Jetzt haut er ab. Ich möchte gerne nur reingehen. Nur reingehen, damit ich nicht angegriffen werde. Oder ich gehe raus. Komm, ich schaff's noch. Ich schaff's noch. Oh, das kann ich gar nicht. So. Geschafft. Ja, der andere macht gar nichts, der Royo. Könnte vielleicht hier mal angreifen. Ja, jetzt werde ich wieder angegriffen. Ah, ich schlafe jetzt hier. Der schläft einfach da. Ah, war vielleicht rausgebackt. Okay, 14 Minuten. Nun gut. Wir müssen wahrscheinlich noch ein Feind irgendwo in der Nähe, ein Monster angreifen. Ja, das bringt vielleicht ein bisschen mehr, diese Erfahrung, aber das Warten ist eben so scheiße. Es ist genauso wie bei den G-Rifts, bei Diablo 3. Eben das ist ein elendiger Warten, damit man bessere Steine bekommt. Oh, und einer ist gestorben. Wahrscheinlich eine Wache. Eine Schlange, die mit einem Greifen, Tiger oder Löwe kämpft. Aha. Ist es jetzt unser? Ja, es ist unser wegen dem Timer. Ich möchte mal hier raus und jetzt ein Ding angreifen. Ein Monster irgendwo hier in der Nähe. Muss doch ein Monster sein. Ist aber der Timer weg. Komm mal ein bisschen schneller. Hallo? Jetzt ist er wieder da. Keine Monster in der Nähe. Was ist denn los hier? Wo sind die Monster hin? Hier ist zum Beispiel ein wilder Troll. Und hier ist ein Gestein. So. Gestein mitnehmen. Ja, ein Fels ist drin. So.
Das hätten wir auch. Nehmen wir den Schatz noch mit und gehen wieder rein. Was könnte ich noch ein bisschen erzählen? Ja, dieser, wie hieß er schon wieder? Der mit mir die Handschuhe abkaufen wollte, hat mich wieder angeschrieben und jetzt hat er zwei Stäbe für Level 50 im Angebot gehabt und wollte die Handschuhe natürlich unbedingt. Dann habe ich gesagt, ich habe keinen Magier, keinen Hexer auf Stufe 50, wo die Handschuhe am besten tragen könnte. Und auch nur sonst noch ein Beshi, den ich noch tragen könnte, aber der Beshi braucht keinen Stab mit Intelligenz und Zauberdamage. Und deshalb habe ich es abgelehnt. Ja, war halt nicht so amused. Und deshalb habe ich dann gesagt, ja, ich brauche den Stab nicht, brauche auch keine Magnas. Wenn du etwas hast für Barbar oder Jäger, dann kannst du mir den später noch abkaufen, aber scheinbar hat er das nicht und bekommt es auch nicht, obwohl er einen Hexer hat. Keine Ahnung. Ja, ja. Also Händler bekommt man hier wahrscheinlich nicht so nett über. Auf jeden Fall gehe ich nicht auf jedes Angebot auf. Also nein, oder? Also, es scheint, die Handschuhe sind recht gut wegen den Bonis. Aber wegen dem Level nicht so. Aber trotzdem ist er beliebt besser als ein Level 50er Stab, der sehr schnell ist und dafür nicht so ganz viel Damage macht. Da ist dieser Stab sogar besser, der da. Ja, da ist sogar der Stab besser. Und nein, nur wegen den Bonis auf Intelligenz und auf Eis war es oder so, kaufe ich den nicht. Also tausche ich den nicht gegen meine Handschuhe. Ja, die sind schon recht gut. Mana 120 braucht jetzt zwar nicht jeder, aber ein Hexer sicherlich. Überragende Waldwächterpfeile für Level 47. Es geht noch einige Zeit, bis ich den tragen kann mit dem Jäger. Ja, und nächste Folge werden wir wahrscheinlich wieder den Jäger oder sogar in dieser Folge. Mal schauen. Wir gehen da noch ins Ork-Lager runter und besiegen dort ein paar Orks. Wenn die auf einem guten Level sind. Das Kank, okay, das Kank ist wieder online. Der eben die Handschuhe wollte zuerst. Aber eben, wenn ich jetzt wirklich gute Leute, also wenn ich Kank kennen würde und er nett wäre und so, könnte ich ihn auch verschenken. Aber ich verschenke nur Items an Leute, die ich wirklich kenne, die mir auch etwas schenken würden oder so. Je nachdem. Und zum Beispiel bei Diablo 3 verschenke ich immer wieder Sachen an Guildenmitglieder. Oder früher bei Metin 2. Aber sorry, dass jetzt momentan kein Metin 2 kommt, weil ich habe jetzt schon wieder Probleme mit dem Starten. Und es ist auch recht langweilig, weil Bewegungsgeschwindigkeit extrem schwach, also langsam ist und der Charakter nicht so gute Angriffe hat als mögliche. Und das neue Villagers and Heroes wollte ich heute auch aufnehmen. Aber das laggt so extrem in den Kamerafahrten. Und der Sound ist extrem hoch. Dann habe ich das leider auch abbrechen müssen. Hätte ich gerne gezeigt, aber es ist im Allgemeinen ein bisschen langweilig, das Spiel. Weil halt immer das Farmen im Vordergrund ist. Die ganze Zeit Farmen, Farmquests, irgendwelche Sachen kochen oder so, es ist recht langweilig. Genauso wie RuneScape und da wurde ja der Preis erhöht. Da möchte ich das auch ungern wieder Let's Playen, aber wenn es wirklich Leute sehen wollen oder auch Medin 2 richtig Leute sehen wollen und es auch zeigen, dann kann ich das gerne natürlich auch
Ja, beginnen beziehungsweise weitermachen. Groupcraft geht weiter. Da läuft der Server wieder. Von Megadrake Projekt kommt auch bald wieder eine Folge. Und wahrscheinlich bald dann wieder ein neues Projekt. Ich muss schauen, was genau. Toph ist ja heute, also gestern Abend, gestartet. Und mal schauen, wie das gut ankommt. Ist das jetzt nicht so ein Game, wo man nur baut oder nur kämpft? Aber vielleicht hat es ja jemand, der sich dafür interessiert. Ist auch ein kostenloses Spiel, also wer mitmachen will, der darf gerne mitmachen. Und jo, mal schauen. Ist ja jetzt, glaube ich, bald Vollversion, also ist nicht mehr so bugverhaftet. Behaftet. Und so. Außerdem kommt ja das Steam Summer Sale bald und da kaufe ich wieder ein paar Spiele ein. Dann habe ich auch. Was mich positiv überrascht hat, ist Fallout 4. Oder Fallout. Und es soll irgendwie doppelt so groß wie Skyrim sein, richtig genial. Oder dreimal so groß, glaube ich sogar. Du musst dich bewegen. Was muss ich denn in den Fortschlachten noch machen? Ich habe mich bewegt. Gut, jetzt wieder, endlich. Schlimm, ey. Dass der für Level 60 einen 500er Scroll kaufen muss. Wie teuer ist das? Wahnsinn. 10 Euro. Boah. Der hat 10 Euro ausgegeben, um ein bisschen schneller auf Level 60 zu sein. Heftig. So ein Suchti. So ein gigantischer Suchti, dann noch mit Merite. Naja, okay. Im Brite wird es vielleicht noch am besten klappen. Ich weiß nicht, was ich noch kaufen soll. Einen magischen Edelstein, ja, sicher. Alles zu teuer, alles einfach unsinnig. Der Shop ist völlig für den Arsch. Ja, wenn dann hier so eine Erfahrungsscroll, aber erst wenn ich auch Level 59 bin, bald 60. Oder eine Loot-Schriftrolle dann mit Level 60, ja. Aber sonst bringt sich's nicht. Oh. Ah, jetzt bin ich wieder recht müde. Steht man auf, ist hellwach, spielt man ein bisschen, merkt ja, man ist wieder müde, weil man zu wenig geschlafen hat. Naja. Aber jetzt zwei oder drei Folgen sogar aufgenommen. So, noch 3 Minuten und 40 Sekunden. So. Jetzt regnet's noch. Komm, wir gehen ein bisschen in die Schirme. Hier ist Schirme. So. Blöder. Soll ich schreiben? Eisenregen. Eichgalde.
will zurück in die Oase. Sternchen. Sternchen. Sternchen-Sternchen. Oh, da kann man durchschauen. Ach, schau mal. Die Eisen haben nur eine Fassade. Die haben ein Fake-Fort. Das geht mal gar nicht. Ich muss kämpfen. Oh, schlimm. Ah, Mann, ich hab doch gekämpft. Ja, da bekomme ich halt Ding nicht über. Das ist mir. Das ist meiner. Ich will ihn. Oh je. Wie kann man nur ein kleiner Hase sein und dann noch Baba? Wie kann man das sein? Ich bin ungefähr dreimal so groß. Nein, doppelt so groß, aber... Schaut euch mal mein Speer im Gegensatz zu seinem Hammer aus. Oder so. Nein, es ist eine Axt. Dieser Unterschied, der ist dreimal so groß. Und ich bin ja nicht mal ein großer. Ich bin ja Mittel. Ich habe ja Mittel gewählt. Der Bastard ist wahrscheinlich der Große. Nein, der ist auch Mittel. Ja, zum Beispiel diese Wache ist die Große. Ja. Mal kurz. Naja, viel größer ist sie ja nicht. Aber. Hey. So. Also, was haben wir bekommen? 30.000 Goldmünzen, 3.150 Erfahrungspunkte, 1.575 Erfahrungsbonus durch Boni. So. Aufsatteln. Und jetzt mal kurz vorbeischauen beim... Ja, genau, backen ein bisschen herum. Beim Orklager. Das muss ja irgendwo hier sein. Ist es das? So. Ja, genau deshalb wollte ich eigentlich ja auch nicht. Okay, er vernichtet mich wahrscheinlich. Ich hab überlebt, also. Was will ich mehr? Ach, diese blöden Wachen. Die nerven schon ein bisschen, oder? Also hier ist nur Orkskrieg, das ist nur das Bind. Irgendwo ist es auch klar, aber ich weiß nicht. Ah, hier oben. Stimmt. Ich will auch das vor, dass die Mauer angreifen. Wenn die vor, wenn die Relikte dann dorthin gehen. Haha, er brett fort. Aber wahrscheinlich sind die Dinge jetzt wach. Die Syrten. Okay. Na gut. Ja, eben zu dritt schaffen wir das nicht. Und ich bin ja der Low-Leveler, der gar nicht mehr mitmacht. Ja. Hä? Habt ihr das gesehen? Ich habe 1500 Damage bekommen, aber habe immer noch volles Leben. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist. Willkommen bei Bugnum. Dem neuen Projekt auf Drago Baslers Kanal. Juhu!
Also auf Part 50 werde ich es mal so nennen. Das ist da nicht das Orklage. Ich weiß nicht, wo das Orklage ist. Da oben sind Orks, ja schon. Ah, schon wieder 5 Magnet. Cool. Ja, hier ein bisschen Orks gibt es hier, aber wo genau die Orks sind, die man meint, weiß ich irgendwie nicht. Ork Captain. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in den Nord, in den Südosten. Schauen dort, ob es dort Gegner gibt, sonst gehen wir mal in den Norden. Von Alsenreich, also vom Ding, von der Warzone Alsen. Da vorne ist noch irgendwas. Was ist das? Ein Stein. Also wir müssen nach Südosten. Da, ja. Ja, eben. Wiesel. Wiesel könnten wir angreifen. Ist das ein Lager? Vielleicht ist das das Orklager. Ich höre es immer nur, aber beschrieben wird es nie. Die Spiele meinen immer, alle kommen raus und man müsste es wissen. Aber so ist es nicht, wenn jemand immer etwas sagt. Gigantischer Troll. Hier sind schon wieder Gegner, die zu stark sind. Ein Barbar im Herb. Wiesel sind nicht gut, die geben keinen Loot fast. Sonst mal Tiger angreifen hier. Oder wir können hier mal ins Orklager, das weiß ich, wo das ist. Wo war es schon wieder? Oh, das ist das Rolllager. Das Trolllager ist irgendwo hier. Das da. Man sieht es halt auf der Map nicht so gut. Ich glaube... Ah, hier ist es. Hier. Dann schauen wir mal dort. Aber dort sind die sowieso ein bisschen noch höher. Dann gehen wir immer nachts, gehen wir hier ins Orklager trainieren, wenn wir so weit sind. Ins Trolllager. Oh. Ja. Sagt man dazu. Psst. Sie sind zu low. Ah, wir greifen sie trotzdem mal an. Und der Anführer? Ab wann? Topasse geben die. Wow. Jetzt haben wir schon keine mehr. Hä, das ist doch nicht das Lager, das die meinen. Oder ist nur wegen dem Anführer? Kloppt man dann die Anführer die ganze Zeit? Glaube ich kaum. Verwirrung macht sich breit. Die sehen so richtig aus, als würden sie so Sexsklaven sein in einem Bordell oder so. Und, oh, Mekta. Kriten, kleiner Baba. Wieso nehmen alle Hasen? Wieso? Ich will keine Hasen sehen. Wahrscheinlich damit man sie weniger gut anklicken kann, aber da muss man nicht mal Ego-Shooter spielen, damit man einen Gegner anklicken kann und da ihn auch anvisiert. Ich weiß es jetzt nicht.
Also, was ist so toll an den Hasen? Die Relikte sind immer noch hier. Die gibt es ja auch im Norden von Ignis. Geben leider nicht so viel Loot, aber hier sind sie gerade ein bisschen besser zusammen. Und mal ein bisschen Abwechslung, weil sie geben. Ja, wenn sie Loot geben, dann sind es nur schlechte Loots. So, mal einen Leopard angreifen. Da ist auch noch einer. Ein Diamant gibt er, okay. Nicht töten mich. Ah. Diamanten. Cool. So, jetzt sind wir wieder zurück in unsere Oase. Jetzt können wir... Ja. Jetzt könnten wir hier noch die Trolle angreifen. Aber Panther könnten wir angreifen. Wieso nicht Panther? So. Ja, nicht daneben. Ja, das ist recht schnell. Müssen wir schauen, dass wir nicht allzu viel Damage bekommen. So. Wir könnten sonst noch die Quests fertig machen und aber zuerst schaue ich dann noch, was für wie lange die Folge schon ist. Ich glaube, die Folge ist jetzt schon eigentlich genug lang. Das machen wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge dann. Genau. Also, ich beende jetzt diesen Part hier. Dankeschön fürs Zuschauen. Und sonst mache ich noch ein bisschen dazu gleich. Ja, tschüssi.